sind wir auch schon. Das ist quasi schon das letzte Video. Also zumindest bis jetzt. Vielleicht kommt noch irgendeins nach. Aber ich habe auf meiner Agenda zumindest nichts mehr weiteres, was ich dir noch verraten möchte. Außer dieses letzte Video, in dem ich dir gerne sagen mag, was es für Alternativen noch gibt zum Jakobsweg. Vorab, ich sage einfach nur ganz lieben Dank, wenn du das wirklich alles angeschaut hast, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vielleicht das ein oder andere ja, für dich beantwortet hast. Ich freue mich sehr, wenn ich vielleicht deine Angst habe nehmen können in Bezug auf das Pilgern oder vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet habe, die dir einfach noch unwissend auf dem Herzen lag. Schön, dass wir uns auf jeden Fall kennenlernen durften. Ich freue mich sehr und mag dir jetzt gerne noch kurz zwei, drei Alternativen sagen zum Jakobsweg. Ja, wie du weißt, ist Wandern was total Internationales und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die extrem ansteigt, die nächsten Monate, Jahre auch. Und Alternativen zum Jakobsweg waren mir immer so ein bisschen fremd. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, machst du das aus spirituellen Gründen oder machst du das aus religiösen Gründen oder machst du das einfach nur, weil du sagst, du möchtest raus in die Natur, einen Abstand nehmen. Und gehen wir mal davon aus, du machst das aus Pilgergründen, also du wanderst gerne und machst das noch aus Glaubensgründen oder aus religiösen Gründen oder weil dir das Jakobsweg-Pilgern einfach so viel Spaß macht. Dann lass dir gesagt sein, es gibt noch einen wunderschönen zweiten Weg. Jetzt wollte ich schon sagen zweiten Weg, aber es gibt ja so viele Wege. Aber eine tolle Möglichkeit, eine Alternative und das ist der Olafsweg in Norwegen. Also auch ich kannte den Olafsweg gar nicht und meine Nachbarin hatte mir mal eine Rundschau, so eine Zeitschrift beigebracht. Und da war ein Bericht drin von diesem Olafsweg und ich war total geflasht, weil ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt eigentlich einen Blick, aber ich wusste gar nichts irgendwie gefühlt. Und der Olafsweg, der beginnt in Oslo und endet in Trondheim. Er läuft einmal quer durch Norwegen durch und ist atemberaubend schön. Er ist atemberaubend schön. Der Olafsweg ist auch ein sehr spiritueller Weg oder ein sehr alter Weg auch schon. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Jahre es den schon gibt. Und das Tolle ist in Norwegen, du läufst einfach durch unfassbare Weiten. Also unfassbare Weiten. Und kurz für dich zum Vergleich, Norwegen ist ungefähr von der Fläche so groß wie Deutschland, hat aber nur 5 Millionen Einwohner. Und ich glaube, Köln hat 3. Ich bin mir nicht sicher, aber entsprechend kannst du dir vorstellen, was da los ist. Viel Ruhe. Und das ist pure Entschleunigung. Und das fand ich echt unfassbar toll. Und du hast in Norwegen vor allem auch noch das Jedermannsrecht. Das heißt, du kannst sogar, also das heißt auch mit dabei, mein Zelt mitnehmen. Und du übernachtest einfach, wo du möchtest. Also außer dort, wo es verboten ist. Aber in der Regel kannst du überall übernachten und dann bist du echt gänzlich autark und frei. Und mal so richtig draußen in der Natur. Und du läufst auch durch ganz verschiedene Nationalparks durch und du hörst eigentlich immer im Hintergrund so ein Plätschern von dem Wasser oder Vögel, die kreisen und weißt du, da gibt's nichts mit Autobahn oder Straße oder Verkehr und das war für mich was ganz Neues, weil während Spanien oder Portugal mittlerweile sehr touristisch sind und da eine große Anzahl an Pilgern ist, ist da einfach sehr ruhig. Es kommt natürlich drauf an, zu welcher Jahreszeit du unterwegs bist, wie beispielsweise ja, zur Hauptsaisonzeit. Also da seid ihr, wie gesagt, Norwegen hat einen anderen Sommer als wir. In Norwegen ist Sommer Mai, Juni, Juli noch so ein bisschen. Und ich dachte, im August sei da noch schön warm. Ich habe hart gefroren auf den Bergen oben. Ich glaube, wir hatten 4, 5, 6 Grad Celsius. Also Zelten war da nicht mehr viel, weil ich habe einen Amerikaner kennengelernt. Und der ist am nächsten Morgen aufgewacht und da war im Zelt innen drin, war dieses Tauwasser, die Feuchtigkeit war angefroren. So, also mit Happy Camping, strahlender Sonnenschein, kann kalt werden. Lass dir das bitte gesagt sein. Also das ist eine ganz, ganz tolle Alternative und das ist ein Pilgerweg, der ist genauso großartig ausgezeichnet, läuft aber sehr viel durch die Natur und ist, finde ich, es haben beide ihren Charme, aber der ist einfach nicht so touristisch und da bist du wirklich mal komplett für dich und mitten in der Natur. Und diese Weite und diese 50 Kilometer, wo du einfach guckst und siehst gar nichts, außer Natur ist atemberaubend schön. Natur und Berge, versteht sich. Ja, so viel dazu. Dann gibt es noch zwei, drei tolle Möglichkeiten und zwar sind die vor deiner Haustür. Ich dachte lange Zeit, man müsste fürs Wandern irgendwie weit verreisen. Nein, also Nationalparks gibt es auch in Deutschland. Sei es die Sächsische Schweiz oder sei es der Harz. Oder auch im Schwarzwald. Wir haben traumhaft schöne Wanderwege direkt vor unserer Tür und man kann auch so eine Alpenüberquerung machen. Ich glaube, das ist der E4. Also die ganzen Alpenwege, die haben ja so E-Bezeichnungen. Und der E4, der geht, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, in Oberstdorf los.
Also google da einfach nochmal, mach dich nochmal schlau, aber es gibt fantastische Alpenüberquerungen, wenn du sagst, du machst das einfach nur aus dem Gedanken Wandern heraus. Das sind auch wirklich, wirklich schöne Möglichkeiten zu wandern. Wenn du es richtig krachen lassen willst, ich habe zwei ganz, ganz bezaubernde Menschen kennengelernt in Norwegen, die waren in Amerika unterwegs und das war der PCT, der Pacific Crest Trail. Und der läuft einmal an der kompletten Westküste von Amerika entlang. Ich glaube, da brauchst du aber dann 6 Monate Zeit. Ich weiß nicht, ob ich den mal irgendwann noch mache. Aber der geht los in Nordamerika. Ich meine sogar an der Grenze zu Kanada und läuft einmal an der Küste komplett nach unten durch bis nach Mexiko. Unfassbar schön, also auch das ist eine Möglichkeit, wo du wandern kannst. Lass dir aber auch hier gesagt sein, die Anzahl ist begrenzt. Also es ist nicht so, dass du da einfach hingehst, sondern du brauchst da eine Genehmigung für. Und ich glaube, man muss sich dafür bewerben oder sogar einschreiben und ein Teil wird nur genehmigt. Also das ist auch nur eine Info für dich, dass du da Bescheid weißt, dass du dich da vorher registrieren musst. Aber die Menschen oder die zwei, die ich kennengelernt habe, die waren Feuer und Flamme dafür und das ist wirklich atemberaubend. Was ich dir an der Stelle gerne noch kurz zu bedenken gebe, ist, wenn du so wanderst und so weit weg bist und mal Distanz hast zu unserem westlichen Denken, ja, ich weiß nicht, ob es dir einfach fällt, wieder in unser System, also System in Anführungszeichen, aber in unser Gesellschaftssystem wieder reinzufinden, wenn du 6 Monate mal autark weg warst. Ich glaube, da fällt dir vielleicht so ein bisschen die Decke auf den Kopf, aber ich finde das gut, dass du dann vielleicht mal zum Umdenken kommst und ja, den wahren Spirit des Lebens spürst. So viel dazu. Ich gucke mal schnell auf den Zettel. Schweden habe ich noch aufgeschrieben. Schweden hat auch Pilgerwege. Japan hat einen fantastischen Pilgerweg. Da wollte ich mich auch mal noch schlau machen. Der läuft einmal durch das ganze Land. Das soll auch richtig, richtig gigantisch sein. Also Japan ist auch eine Möglichkeit, total schön wandern zu gehen oder auch so einen Pilgerweg zu laufen. Du siehst, es gibt ganz, 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 ganz viele Alternativen, die dir offen stehen und die bereit sind für dich. Es liegt an dir. Ja? Also wenn du davon träumst, dann lebe deinen Traum und dann mach das und mach das bitte, bevor es zu spät ist und bevor du das zu lange auf die Bank schiebst, weil das ist es nicht wert, sowas zu schieben, weil diese atemberaubenden Erfahrungen, die sind fürs Leben prägsam und es gibt nie einen zu spät und du bist nie zu alt und du bist nie zu jung und es ist einfach nur gigantisch. Ich wünsche dir jedenfalls alles, alles Liebe für deine Reise. Wenn du eine Frage hast, dann melde dich jederzeit gerne. Und toll, dass ich dich begleiten dürfen oder die ein oder andere Frage vielleicht dir beantworten konnte. Ja, ansonsten pass auf dich auf, genieß das Leben und hab, wo auch immer du wanderst, ganz, ganz viel Freude. Alles Gute für dich, dein Stefan.